Für Regen über Homs brauchen die Filmemacher keine künstlichen Kulissen. 100 Tage hat ein syrisches Team im Sommer 2014 in den Ruinen gedreht. 3 Monate, nachdem die Rebellen die zerstörte syrische Stadt verlassen hatten. Regen über Homs erzählt von 2 Schwestern auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder. Regisseur Youd Said hat sich bewusst für die Ruinen von Homs als Set entschieden. Diese Ruinen zeigen, zu welcher Zerstörung wir Menschen fähig sind. Zugleich erzählen sie die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner, von denen viele verschwunden sind. Sie geben uns die Möglichkeit, ihre Gedanken, ihre Namen, ihre Tränen und ihren Schmerz zu zeigen. Die einst als Hauptstadt des Widerstands gegen Machthaber Bashar al-Assad bekannte Stadt ist jetzt nur noch eine öde Betonwüste. Für Maler wie Yara Issa sind die Zerstörungen ebenso eine Inspiration wie für den Fotografen Jafar Meri. Er nutzt die Trümmer als Kulisse für Hochzeitsfotos. Ich wollte meine Hochzeitsbilder in dieser traurigen und zerstörten Umgebung machen lassen, weil ich meinen Kindern eines Tages zeigen will, dass das Leben trotz der Traurigkeit und Zerstörung weitergeht. Mindestens 260.000 Menschen sind in 5 Jahren Bürgerkrieg in Syrien getötet worden. Viele andere müssen darauf hoffen, dass ihr Land irgendwann aus den Ruinen aufersteht.